Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gran Turismo 3. Im letzten Part haben wir die ML-Meisterschaft gefahren und heute fahren wir die Turbo-Meisterschaft. Ich habe mir mal angeschaut, welche Fahrzeuge da mitfahren und ich glaube, unser Audi S4 ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Nehmen wir auch. Wir haben das Auto ja irgendwo gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Meisterschaft. Ich denke mal, die Audi TT-Meisterschaft in der Anfängerliga. Haben aber mit dem Wagen noch nicht gefahren. Und dementsprechend, ja, freue ich mich, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, hier unser Audi S4 zu nehmen. Ja, wir kaufen uns natürlich einen Turbosatz. Ich denke mal, Turbo 2 sollte reichen. Ich muss auch, was heißt gestehen, ich habe mal ein Proberennen gemacht und gesehen, dass die Autos da extrem stark getuned sind. Dementsprechend bereite ich mich jetzt auch für die Meisterschaft so vor. Wir brauchen schon mindestens 400 PS, habe ich gemerkt. Und der Audi S4 hat auch noch mega Untersteuern, deswegen hier Sportreifen sollen wir dazu kaufen. Dann noch Gewichtssenkung hier. Was hilft noch gegen Untersteuern? Wahrscheinlich auch eine bessere Federung. Aber ich mich jetzt nicht übertreiben. Ich kaufe mal hier mal einen Semi-Rennsatz. Und wir brauchen schon so mindestens 400 PS. Also die sind mega schnell gewesen. Na, das ist schon etwas krank. Ja, das sollte reichen. Also noch ein Rennauspuff und dann zack, 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 können wir eigentlich das Rennen sofort starten. Wir können noch einen Ölwechsel machen. Maschinentest, nein, GT-Auto war das, genau. Ölwechsel. Und dann schön diese schöne Musik wieder hören. Und direkt auch starten. Ich meine, wir haben jetzt so 420 PS. Ich habe mir erstmal überlegt, ja, wir können ja mal wieder versuchen, die Meisterschaft mit drei unterschiedlichen Fahrzeugen zu gewinnen, aber ich muss dann jedes Mal ein Auto individuell anpassen für die Meisterschaft und das wäre ein bisschen zu viel Aufwand und würde auch sehr viel Geld kosten. Und deswegen fahren wir mal jetzt die Meisterschaft komplett mit unserem S4. Wir haben das ja gleiche. Das gleiche haben wir ja mit Boxermeisterschaft gemacht. Da haben wir die Rennen mit drei unterschiedlichen Fahrzeugen gefahren, gewonnen. Da waren die Autos aber ungetuned. Und hier, da sieht man direkt, hätte ich nicht getuned. Ja, tschüss. Ja, okay. Der Wagen fühlt sich jetzt viel, viel besser an als noch vorhin, als ich hier ein bisschen getestet habe. Das werde ich aber diesmal jetzt auch wirklich mehr darauf aufpassen, dass ich, bevor ich eine Aufnahme mache, dass ich mal kurz teste, wie schnell die Autos sind, weil jedes Mal das Rennen dann abzubrechen, beziehungsweise das Rennen dann, ja, im Let's Play abzubrechen, dann nochmal weiter zu tun, ist ein bisschen, nee, das wollt ihr bestimmt nicht sehen, ne? Deswegen, ja, teste ich mal ein bisschen. Der ist, glaube ich, liegt da eigentlich ganz gut. Ja, also ohne Tuning, tschüss, hätten wir niemals das Rennen ansatzweise mal bis hierhin geschafft. Also sprich, ich bin jetzt Zweiter. Und da vorne ist ja ein VW Beetle. RSI. Haben wir ja auch eigentlich, aber mit dem Wagen sind wir schon gefahren. Und wie gesagt, unser Audi S4 noch nicht. Und der Wagen fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also mit Sportreifen und bessere Federung passt das schon. Ich habe aber gesehen, wir fahren gleich noch die Teststrecke. Und ich weiß nicht, ob unsere Höchstgeschwindigkeit auch okay ist. Aber wir holen hier ein kleines Stückchen auf. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und auch hier freue ich mich schon gleich, welches Auto wir gewinnen. Das wird ein Spaß. Und meine Nase juckt. Das passiert jedes Mal, wenn ich aufnehme, ey. Gut. Ja, ich denke mal, spätestens letzte Runde werden wir den überholen. Wir kriegen hier noch gleich schön Windschatten. Oh, wir haben die viel besser bekommen. Und wir haben auch gewaltig Vorsprung jetzt gerade. Für den Drittplatzierten. Und schon überholt. Nice.
Dann würde ich mal sagen, fahren wir das Rennen entspannt nach Hause, oder? Ja, komm, ich lasse hier ein bisschen Platz. Ich möchte jetzt nicht so assi fahren. Gut. Da kann jetzt niemand behaupten, dass ich hier assi fahre. Okay, ich fahre schon ein bisschen assi, aber bei Gran Turismo 3 kann man irgendwie nur assi fahren. Also die ganze Zeit Autoscooter, meine ich. Vor allem am Anfang. Gut, wir müssen mal jetzt auf die Höchstgeschwindigkeit achten. Sind wir? Wir sind ungefähr gleich schnell. Okay, der kriegt jetzt auch Windschatten von mir. Deswegen holt er auch gut auf. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das Rennen auf der Teststrecke gewinnen können. Ob wir das Rennen gewinnen werden, das ist eine andere Frage. Vielleicht kann ich ja sicherheitshalber noch was dazu kaufen. Vielleicht Chiptuning bringt ja auch locker doch 15, 20 PS. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 2,5 Sekunden Vorsprung. Und die Farbe, ich weiß nicht wieso, die Farbe hat irgendwie was. Sie sieht ein bisschen so aus wie so ein Popel. Also Popelfarbe. Ich weiß nicht, Popel ist ja glaube ich grün, ne? Wie komme ich jetzt auf Popel? Egal. Aber das sieht man nicht so häufig. Eine grüne Farbe? So auch. Ja, okay, ein Skoda benutzt ja häufig sehr viel grün für ihre Fahrzeuge, aber sonst so andere Marken. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, bei Ford kann ich mir grün vorstellen. Da gibt es ja Ford Focus RS. Gibt es ja auch einmal in grün. Aber sonst sieht man die Farbe eigentlich nicht so häufig. Okay. Und das Rennen haben wir gewonnen. Ich bin echt auf die Teststrecke jetzt gespannt. 15.000 Credits auch noch ganz gut. Ah, wir kriegen aber jetzt keine Millionen wieder zusammen. Das ist schade. Wir haben jetzt nicht so viel Geld ausgegeben für Tuning. Also das ist gut. Vielleicht machen wir sogar heute plus wieder mal. Also was heißt wieder mal? Nein, wir haben sonst immer eigentlich Minus gemacht, die letzten paar Parts. Und heute schön wieder plus machen. Ich hoffe, dass unser Getriebe auch lang genug übersetzt ist. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Und wir haben Allrad, deswegen der Start ist immer bei unserem S4 echt gut. Aber die anderen haben auch gut gestartet. Okay, da ist auch ein Subaru. Da fällt auch ein S4 mit. Und wir sind deutlich schneller als unser Konkurrent hier, also der andere S4. Ich nehme mal die Perspektive wieder mal. Oh shit, ich muss glaube ich niesen. Naja. Ich versuche das zu unterdrücken irgendwie. Oh nein! Und ich sehe auch gerade, ja. Bevor wir weiterfahren, das muss sein, ich kaufe mir ein neues Getriebe. 280 ist zu wenig. Wir müssen schon mindestens so 300, 310 ungefähr fahren. Aber von Beschleunigung her war das jetzt eigentlich ganz gut sogar. Dann kaufen wir mal für 10.400 Credits wieder mal ein Getriebe. Jawohl. Spezialanfertigung, das heißt, wir können individuell anpassen. Ich werde nur halt die generelle Übersetzung ein bisschen weitermachen. Das kommen wir gleich. Nein, hier möchte ich nicht. Hier möchte ich rein. Zum Rennen, bitte. Gut. Dann passen wir mal Getriebe an. Unter Einstellungen, meine ich. Genau. Und Einstellungen. Ah, man kann hier leider nicht sehen. Also bei Gran Turismo, bei den neuen Gran Turismo Teilen kann man sehen, kann man eine Höchstgeschwindigkeit hier trotzdem sehen. Ich würde jetzt, ja, 32 ist glaube ich okay. Stimmt, mir fällt auch gerade ein, wir können hier nicht irgendwie das Rennen neu starten, wir können es nur beenden. Ah, das ist immer blöd. Oh, ich muss hier rülpsen, sorry. Okay, wir können jetzt so weiterfahren. Ja, von der Übersetzung her passt das, glaube ich, sogar. Also wir haben eine gute Beschleunigung. Und ich glaube, ein VW Beetle fehlt hier, ne? Ein Konkurrent weniger, weil ich glaube, ein VW Beetle ist mit Abstand das schnellste Fahrzeug hier gewesen.
Ja gut, jetzt kommt wieder das gleiche Spielchen. Windschattenschlacht. Ich werde mal einen Subaru hier nach vorne schieben. Und ich merke gerade, das Getriebe ist ein bisschen zu weit übersetzt, oder? Gucken wir einfach mal. Ja, das wird jetzt eine richtig langweilige Runde. Rennen, meine ich. Ein langweiliges Rennen. Denn, ja, wir fahren jetzt die ganze Zeit alleine. Und ich habe mir natürlich wieder kein Thema ausgedacht, worüber wir sprechen können. Denn das wird wahrscheinlich jetzt wieder, ja, einfach nur von A nach B fahren. Also was heißt von A nach B? Einfach nur die ganze Zeit. Wir gucken. Ja, komm, wir fahren mal. Ich glaube, wir brauchen den gar nicht. Ne? Ja, guck mal, wir sind deutlich schneller. Wir sind hier ein bisschen zu schnell, wahrscheinlich sogar. Mit meinem Windschatten. Das ist schon mal gut. Aber ich lag nicht ganz falsch. 310 habe ich gesagt. Das können wir ungefähr erreichen. Und ich habe das Getriebe so ungefähr angepasst auch. Ja, worüber können wir denn heute ein bisschen labern? Die Strecke haben wir schon uns analysiert. Die ist ja halt relativ langweilig von außen. Und was können wir denn labern? Das ist immer so ein bisschen blöd auf dieser Strecke. Mist. Vielleicht können wir aber über Nesca ein bisschen reden, weil Nesca gucke ich ab und zu mal. Ach nee, Nesca gucke ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja euch erzählt, welche Motorsportarten ich gucke. Oh mein Gott, das wird jetzt eine richtig peinliche Folge jetzt hier. Zumindest hier die Stelle. Weil wir einfach nur die ganze Zeit beschleunigen und nichts anderes machen. Und dann vielleicht mal kurz ein bisschen nach links lenken. Das war's. Wir können eigentlich wieder so fahren, ne? Ja. Vielleicht irgendwie News oder so. Gestern hat Polyphony Digital angekündigt, dass am 28. November, also schon nächste Woche, oder ist es diese Woche? Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Ich glaube, am Montag. Ja, am Montag, dann ist es diese Woche. Dann kommt die erste bezahlbare Erweiterung von Gran Turismo. Wie wir ja alle wissen, kamen ja alle Updates für Gran Turismo kostenlos. Auch alle Autos, die dazu gekommen sind, alle Strecken, die dazu gekommen sind, die waren alle kostenlos. Das muss man schon sagen. Also das haben die jetzt fast, das haben die über 2 Jahre jetzt gemacht. Die haben 2 Jahre lang Updates kostenlos rausgebracht mit neuen Inhalten. Und die wollen jetzt am 28. November die erste bezahlbare Erweiterung rausbringen. Und zwar ist es aber auch was irgendwie ganz langweilig, um ehrlich zu sein, finde ich. Und zwar Lewis Hamilton Challenge oder wie auch immer das heißt. Lewis Hamilton Time Challenge oder so. Jedenfalls hat der Lewis Hamilton mal einige Bestzeiten gesetzt auf verschiedene Strecken und die soll man unterbieten. Wenn man die unterbieten hat, dann kriegt man Credits und auch Autos geschenkt. Welche Autos genau, wurde jetzt nicht genau gesagt. Ob das jetzt komplett neue Fahrzeuge sind oder halt irgendwelche schon bestehende Fahrzeuge mit einer besonderen Lackierung, haben die jetzt nicht so nicht erwähnt. Die haben nur gesagt, dass die Fahrzeuge besonders sind. Also deswegen entweder halt ne, komplett neu oder eine neue Lackierung. Das werden wir alles noch am 28. herausfinden. Ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall mir diese Erweiterung kaufen, auch wenn die jetzt irgendwie 10 Euro kostet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die 10 Euro kosten wird. Die wird bestimmt so ja, 4,99 Euro oder so kosten. Ich werde auf jeden Fall die Erweiterung mir holen und ich werde auch sogar dazu, das kann ich schon mal ankündigen, auch einen Livestream machen. Ich werde wieder mal einen Gran Turismo Livestream machen, aber nicht zu Gran Turismo 3, sondern zu Gran Turismo Sport. Weil wenn die Erweiterung draußen ist, werde ich dann das auf jeden Fall sofort kaufen und dann auch dann meine Elgato anschmeißen, PS4 anschmeißen und dann schön diese Herausforderungen machen. Das sind, glaube ich, 10 Herausforderungen, also 10. Das ist so eine Art Lizenzprüfung, eine Speziallizenzprüfung aber freigeschaltet, wie hier bei Gran Turismo. Bei der Speziallizenzprüfung ist es ja immer so, dass man da eine komplette Runde fahren muss.
Und da ist es sozusagen auch, ne, da sind 10 Prüfungen, passt perfekt. Und ich möchte natürlich da alles auch Gold schaffen. Ich möchte Lewis Hamilton, schlagen. Aber ich kann mir um erstens noch nicht vorstellen, dass der Lewis Hamilton die Zeiten gefahren sind, sondern die haben irgendwie einen anderen Fahrer. Das ist nur alles so ein Marketing-PR-Gedöns. Dass Lewis Hamilton an. Also ich kann mir nicht. Ja, ich kann mir. Vielleicht schon. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Zeiten jetzt nicht so extrem schwierig sind. Also wenn Lewis Hamilton, fährt er überhaupt, spielt er überhaupt regelmäßig Gran Turismo? Ich glaube nicht, ne? Der hat mal, glaube ich, erwähnt, dass er mal Gran Turismo gespielt hat, so die älteren Teile, aber Gran Turismo Sport hat er, glaube ich, hat er keine Zeit dafür. Er ist ja so krass mit Formel 1 beschäftigt, mit seiner Mode-Firma. Ich glaube, der macht ja irgendwie Klamotten oder so. Oder der hat zumindest mit Tommy Hilfiger da eine Kooperation. Naja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Am 28. November kann ich schon ankündigen. Werde ich es auf jeden Fall dann zeigen, streamen. Ne? Extra ankündigen werde ich jetzt das nicht. Also das werde ich nur hier sagen. Aber ansonsten werde ich das, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ankündigen. Ich habe ja Twitter, aber ich glaube, ja, Twitter habe ich ja nicht mal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ich werde einfach einen Tag vorher diesen Livestream vorbereiten. Das könnt ihr dann sehen und dann zack, fahre ich, mache ich am Samstag. Ich sag mal es ist am Donnerstag, ne? Das heißt, ich habe da keinen Spätdienst. Ich würde mal sagen, so gegen 19 Uhr, da werde ich dann streamen. Wer weiß, vielleicht brauche ich für die Herausforderung, für die Fahrprüfung viel Zeit. Vielleicht auch nicht. Vielleicht dauert der Stream auch dann nur 30 Minuten, weil ich dann alles gemacht habe. Aber ich möchte eigentlich nur das zeigen, mehr nicht. Uiuiuiui. Vielleicht kriegen wir auch neue Trophäen, das wäre echt cool. Also neue PlayStation-Trophäen. Aber ich weiß schon, wie ich hier diesen Titel, was für einen Titel ich nehme. Ich will dann einfach groß schreiben, große erste Livestream-Ankündigung oder sowas ähnliches. Ein bisschen Clickbait machen. Nein, also. Weil ich möchte das schon halt gerne mit euch, das halt, die Erfahrung teilen. Und das am besten auch live. Mit Facecam wahrscheinlich auch. Endlich mal wieder. Okay, und jetzt müssen wir aber hier ein bisschen aufpassen, weil das Rennen ist jetzt auf jeden Fall spannender als die Teststrecke. Also das Rennen auf der Teststrecke. Weil hier, unser Lieblingsgegner ist wieder da. Ja, ich merke aber gerade, die Übersetzung ist hier ein bisschen blöd. Weil, ja, ein bisschen zu weit übersetzt alles. Ich glaube, wir werden hier nicht mal den sechsten Gang erreichen. Das ist jetzt so gut. Nur die erste Runde. Aber das möchte ich nicht in der letzten Runde erleben hier. Ein Fotofinish. Ja, ey. Ich fahre anständig, aber die KIs fahren assi. Also bitte. Wir fahren hier die ganze Zeit zu weit. Oder nebeneinander. Also, sagt man zu weit eigentlich? Nee, ab wenn man zu dritt nebeneinander fährt, dann sagt man free wide. Oder too wide. Yo, ey, ich mache nix. Ja, das ist schlimmer als die meisten Online-Spiele im Gran Turismo Sport. Die KI ist hier. Aber ich bin immer noch der Meinung, die Fahrphysik ist auch so ausgelegt, dass man gegen andere stößt, weil, ja, man kann ja niemanden irgendwie drehen oder umdrehen. Also wenn man hinten links oder hinten rechts das Heck versucht zu berühren, beziehungsweise versucht den Fahrer
irgendwie zu drehen. Das geht einfach nicht. Die Fahrzeuge, die sind so stabil wie Panzer. Okay. Ein bisschen Untersteuern wieder hier gehabt. Ja, ich kann aber schon auch ankündigen, die nächsten paar Parts werden so kleinere Folgen sein wie heute. Ich fahre jetzt so die Meisterschaft mit 3 Rennen. Und gegen Ende fahren wir nochmal die Meisterschaften mit 5 oder 10 Rennen oder so. Jo. Und unsere nächste Lizenz wird nicht die internationale A, sondern die Rallye-Lizenz. Danach fahren wir schön die Rallye-Rennen noch. Sind wir noch gar nicht gefahren. Da ist auch eine neue Strecke dabei. Eine komplett neue Rallye-Strecke. Aber dazu kommen wir irgendwann. 15, 20 Parts oder so. Nee, ich glaube nicht so lange. Ich denke mal so in 10 Parts oder so, wenn wir dann die Rallye-Events machen. So, jetzt müssen wir hier auf den hier achten wieder. Ja, wir haben jetzt genug Vorsprung, der wird jetzt uns nicht die ganze Zeit divebomben. Ja, die KIs divebomben hier gerne. Hätte ich nicht damit gerechnet. Der Motorsound ist auch okay, finde ich sogar hier. Wenn Gran Turismo 3 Verhältnisse. Man hört hier auch, wenn man hier fährt, hört man auch einen Turbo-Sound. Hier so. Oh, ein bisschen untersteuern wieder hier. Und diese Kurve mache ich überhaupt nicht, aber die, ja, habe ich jetzt nicht so ganz gut getroffen. Aber wir haben jetzt genug Vorsprung, dass der uns keine Sorgen bereiten kann. Also nur noch die letzte Kurve hier, die können wir mal Vollgas nehmen, oder? Ja, nicht ganz. Ist jetzt aber nicht schlimm, dass wir ein bisschen auf Strecke sind. Oh, wow. Und hier haben wir das Rennen gewonnen. Nice. Oh mein Gott, warum habe ich so Schluck auf, ey? Und was haben wir so Spannendes gewonnen jetzt? Ein Skyliner. Nee, das ist ein Lancer. Das sieht man sofort. Oh, ein Mainz Lancer. Schön. Mainz ist ja so eine Art Tuning-Marke. Also, die machen jetzt nicht speziell für extra nur für einen Hersteller verschiedene spezielle Tuning-Versionen von irgendwelchen Modellen. Es gibt auch von Mainz noch halt zum Beispiel auch ein Skyline. Auf jeden Fall sehr schön. Ein sehr schönes Auto. Ja gut, wir gucken uns mal nochmal den Spielstatus an. 35%, passt soweit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.